Zack. Boing. Boing. So, jetzt kommt sein wahres Ich zum Vorschein. Das ist Chaos. Den müssen wir genauso machen. Mit einem Unterschied jetzt. Anstatt dass er hin und her fliegt, schießt dieses Teil da oben Laserstrahlen auf uns. Oh, das war schon knapp. Das war auch knapp. Boing. Wir rennen einfach die ganze Zeit hin und her. So kann uns nichts passieren. Boing. Wir haben gewonnen. Na komm, flieg runter. Boing. Wir haben zwei Skier. Skier. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir haben zwei Skier. Naja, zwei Skier halt. Wir gehen zu Funky. Und wir kriegen den Turbo-Ski. Yeah! Jetzt sind wir mit dem schnellsten Gerät in diesem Spiel unterwegs. Mit dem schnellsten. Ich sage nicht, dass es das letzte ist. Gut, haben wir auch. War nicht so schwer. Nur konzentrieren. Hui. Oh, das Ding geht ganz schön ab. Das zischt. Aber mir fällt gerade was ein, was ich noch machen muss. Nämlich muss ich zu dem hier, Buzzer, und noch was kaufen. Ja, die Münze. 5 Münzen für die Muschel. Und die bringen wir jetzt zu jemandem. Nämlich hierhin. Zu dem da. Und der gibt uns dafür einen Bananenvogel. Das musst du ein bisschen vorspulen, weil sonst hätte es noch so lange gedauert, glaub mir. Sehr gut, wir haben einen Bananenvogel mehr. Der Spiegel, der da noch war, den müssen wir uns auch nochmal später holen. Zu dem Bär da in der Hütte hier oben. Da müssen wir dann auch nochmal hin, weil da ist dann oben an der Wand dieser kurze Weg, der da noch hinführt. Da wird dann eine Blume sein. Und dann kriegen wir auch noch was. Und die anderen beiden jetzt bei Chaos und in diesem Wasserfall-Dings, da gibt es auch noch was. Wir gehen jetzt erstmal nach K3 oder K3. Und gehen zu den Kletterleveln. Alles, was so aussieht, hier in Donkey Kong Country 3, ist mit Seilen. Egal was, egal wie, egal wo, alles, was so aussieht, hat Seile. Oh, wir wurden getroffen. Und da habt ihr auch gesehen, was passiert, wenn wir gegen die Claptraps fallen. Da hinten ist ein B. Zack. Und schon haben wir das auch. Mann, nicht wert. Collect 30 Sterne.
Und jetzt noch den einen in der Mitte. Den haben wir auch. Zack. So sieht das aus. Ganz einfach, sehr schnell. Doofe Ratte. Oh. Nein, der Ballon fliegt weg. Und er ist weg. Scheiße. Zack, zack, zack. Ups, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, das passiert. Ganz schnell. Lass mich überlegen, wie das hier nochmal geht. Lass es mich überlegen. So in der Art, glaube ich, irgendwie. Das war nix. Cool. Vielleicht so? Muss mal ausprobieren. Nein, falsch. Ha! Wenn das so sein soll, dann finde ich es geil. Wenn das so sein soll. Zack. Na ja, gut, wir haben das DK. Ups, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich muss hier nochmal kurz was gucken. Weil hier gab es irgendwo so Stellen, wo wir auch wieder Kitty draufschmeißen konnten. Oh, ist das viel schnell. Tja, aber nicht so schnell wie wir. Bam! Auch geschafft. Find the coin. Finde die Münze. Das ist eigentlich nicht so schwer, weil da ist sie schon. Also kein großes Problem. Den Coin haben wir schnell gefindet. Und zack, weiter geht's. Wir sind jetzt schnell. Zack, zack. Wow. Zack, zack. Wow. Bam. Da bist du doch. Zack, zack. Wow. Zack, zack. Wow, wow. Da, genau. Da ist so eine Stelle. Schwer zu sehen, sehr schwer zu sehen. Aber da war eine Stelle. Gut. Das ist einer meiner Lieblingslevel. Erstmal deswegen, weil es schon direkt am Anfang ein B gibt. Und wir müssen einfach nur alle Gegner besiegen. Und das ist schon alles. Und jetzt fahren wir mit dem gleichen Teil wieder wie in Chaos. In Mechanos. So. Nur, dass das hier ein wenig schwieriger ist. Ein wenig. Ich sag nicht, dass es viel schwieriger ist. Es ist wirklich mal ein wenig schwieriger. Man kann halt überall runterfallen und man muss völlig aufpassen, auf welche Gegner man draufspringt und auf welche man nicht draufspringt. Was das gerade war, weiß ich auch nicht. Diddy ist nach oben geflogen. Geil. Bumm. Normalerweise soll man das so machen. Haben wir jetzt auch mal so gemacht. Kommt aus gleiche Ergebnis drauf raus. Das K haben wir auch. Sehr gut. Ups. Arschloch. Nein!
Boah, das war knapp. Ich brauche die Halbzeit. Gut, wir haben eine Münze gekriegt. Davon brauchen wir noch ein paar. Oh, meine Augen. Oh, yeah. Na, das ist also in meinem Auge. Bam. Gut. 50 Sterne. Haben wir. Sehr schön. Bam. Erstmal für den Vogel und jetzt noch für das DK. Und es gibt hier oben noch ein kleines Präsent für uns. Genau, nämlich zwei von den schönen von den zwei schönen Leben, so, nicht Ballons. Ebenfalls mal wieder ein Hasslevel von mir. In Deutsch heißt dieses Level Freiflugfässer. Oh. Fail. Und der Name spricht für sich. Scheiße, ich komme da sonst nicht rüber. Ich heiße, ich muss auf die Fässer. Verdammt. Das ist jetzt ziemlich blöd. Und schon wieder die Anfangsmusik. Zack, 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 zack. Und wir sind drauf. Okay, was müssen wir hier genau machen? Ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen das Fass im Prinzip begleiten, um den zu treffen. Und haben jetzt unsere 23. DK-Münze eingesammelt. Boah, Gott. Cool. Ich hasse dieses Level. Ich hasse es einfach. Weil man sich das Tempo wieder mal nicht schnell, nicht eigen aussuchen kann. Es wird einem einfach wieder aufgedrückt. Die Fässer kommen und dann heißt, jetzt darfst du erst springen. Schon die Halbzeit. Wir haben noch kein B. Warum haben wir noch kein B? Habe ich irgendwas verpasst? Warum haben wir noch kein B? Haben wir noch kein B? Das wundert mich jetzt gerade. Ist das hier drüben? Ich glaube schon. Nein, hier war es nicht. Es gibt zwei Bs in diesem Level, wie in jedem anderen auch. Da hinten war aber auch keins, das weiß ich, auch wenn es so aussieht. Nein, 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 da war eins. Gut, das haben wir. Ja, es gibt nur eine vorgegebene Anzahl von Fässern.
Oder beziehungsweise gibt es hier eine, was heißt vorgegebene Anzahl? Bis zu einem bestimmten Punkt dürfen wir. Und ab dann nicht mehr. So. Unser kleiner Freund. Wieder mal. Den ich nach wie vor noch sehr mag. Weil er der einzige ist, der nicht stört. Der einfach da ist. Der ist einfach nur da. Mehr ist er nicht. Der stört nicht. Der kann nichts falsch machen. Und er ist süß. Ich habe irgendwo verdammt nochmal ein B vergessen. Aber warum habe ich denn ein B vergessen? Ups. Das wundert mich jetzt gerade. Wo ist denn hier noch ein B? Da hinten ist der Vogel. Den werde ich jetzt erstmal platt machen. Wo ist das B? Ah, shit. Es tut mir leid, Leute, aber ich will wissen, wo dieses B ist. Ja, wir werden die Halbzeit. Cool. Da war das der K. Ups, das war auch gerade blöd von mir. Ja, dreht euch mal um. Oh Mann! Da ist auch nichts. Da ist auch nichts.